Du bist dir gerade nicht sicher, was du mit deinem Team machen sollst, weil der Markt gerade immer weiter runtergeht und du Angst hast, dass du mit deinen Spielern noch mehr Coins verlierst. Deswegen hast du deine Spieler vielleicht schon verkauft oder verkaufst sie jetzt und bist auf der Suche nach einem günstigen Team, mit dem du trotzdem den ein oder anderen Gegner hops nehmen kannst. Dann, mein lieber Freund, bist du bei diesem Video genau richtig. Deswegen herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal, Freunde. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu der nächsten Serie, Folge, was auch immer. Nennt es, wie ihr wollt. Auf jeden Fall habe ich wieder ein paar geile Meta-Teams für euch vorbereitet, Freunde. Ich muss sagen, bei diesem einen Team. Jesus Christus, ich habe meinen Kopf zerbrochen. Also wirklich, ich saß da, mir bringt es ja Spaß, sonst würde ich es nicht machen. Aber ich saß da wirklich ultra lange und habe mir meinen Kopf so krass auseinandergenommen, weil ich nicht darauf gekommen bin, wie ich diesen Einspieler da reinbaue. Ihr habt diesen Spieler vielleicht schon auf dem Thumbnail gesehen. Jetzt könnt ihr mal nachdenken, wer es vielleicht sein könnte. Aber ich wollte ihn unbedingt in eins von diesen Teams reinbauen und er ist sogar tatsächlich in das günstigste Team reingekommen. Dementsprechend seid gespannt. Bleibt bis zum Ende dran. Lasst ein bisschen Liebe da. Ne? Ihr könnt das Video gerne mal liken und kommentieren für den Algorithmus. Ist für euch kostenlos und ein Ding von 1-2 Sekunden. Hinter diesem Video steckt ein bisschen Arbeit. Deswegen würde mich das sehr freuen, wenn ihr das ein bisschen appreciated und supportet. Natürlich könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren, um in Zukunft solche Videos nicht mehr zu verpassen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir dann mal direkt mit dem ersten Team für 150.000 Coins. Ich habe schon die Formation eingeloggt. Es ist die 4411. Ihr werdet hier rechts im Bild wieder sehen, wie teuer die Spieler dann sind. Da muss ich das nicht jedes Mal erwähnen. Und ich werde, glaube ich, zu den Spielern irgendwie nicht sonderlich viel sagen, sondern einfach reinpacken, weil es sind geile Karten. Ich habe bei den Karten natürlich generell einfach auf die Preis-Leistung geachtet, ne? Wie teuer sind die Spieler, was können sie dafür? Dementsprechend kann es mal sein, dass ein Spieler für 50.000 drin ist. Kann aber auch sein, dass trotzdem ein Spieler für 5.000 drin ist, weil er einfach für diese 5.000 Geisteskrank gut ist. Und deswegen muss ich dazu, glaube ich, nicht zu viel sagen. Und ihr könnt euch die Teams dann einfach kopieren oder irgendwie an den Teams orientieren, wie ihr euer Team bauen könntet, etc. Ihr wisst, glaube ich, schon, wie das läuft. Deswegen starten wir jetzt rein. 150.000 und es geht los mit dem Torwart. Dort haben wir stehen Hugo Lloris. In der Doppel-IV wird es ein bisschen eklig mit Koundé, immer noch super Verteidiger, und Kimpembe. Dieses Jahr sehr wenig gesehen, aber vertraut mir trotzdem sehr, sehr gut. Rechts bester Goldverteidiger im Spiel, Kyle Walker. Und links haben wir Nuno Mendes. Rechts haben wir dann den besten Goldflügel, Ousmane Dembélé. Und links haben wir die Karte, warum ich so lange für dieses Team gebraucht habe. Ivan Perisic. Bruder, Kroate Premier League. Tottenham, es war geisteskrank, wirklich. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, das werdet ihr gleich sehen, bei der Formation es so zu bauen, dass wir sozusagen drei ZMs haben. Sprich, sehr, sehr gut für die 4-3-2-1 in-game, aber auch sehr, sehr gut für jede Fünferkette, die ihr dann in-game spielen könntet. Ihr könnt natürlich auch trotzdem jede andere Formation spielen und Perisic dann zum Beispiel auf der 10 spielen. Das geht auch. Ich finde Perisic auf der 8 aber deutlich besser geeignet und dementsprechend habe ich das Team halt so gebaut. Auf der linken Seite gehen wir dann mit Renato Sanchez als weiteren Achter, beziehungsweise offensiv Achter. Und daneben haben wir den Calvin Phillips Rule Breaker, den man dann als defensiven Mann spielen kann oder in der Fünferkette sogar als IV zurückziehen. Vorne im Sturm habe ich mich dann nicht lumpen lassen, habe wahrscheinlich einer der besten Goldkarten reingeklatscht, Erling Haaland. Und daneben, um das Team zu vervollständigen, noch Al-Jabbar. Ich hatte da vorher Wilfried Zaha drin, das war so die erste finale Lösung, die ich dann hatte. Aber das Problem ist, der Mann kommt auf 2 Chemie und ich weiß nicht, ob es einen Elfenbeinküste-Trainer gibt. Dementsprechend, falls es einen gibt, ne, gönnt euch, den könnt ihr auch Wilfried Zaha nehmen, nochmal besser mit 5 Sterne Skills. Aber nichtsdestotrotz, auch mit Al-Jabbar ist das super, weil dann geht ihr ja einfach zum Beispiel in der 5-2-1-2. Die spiele ich ja aktuell. Taktikvideo habe ich euch auch mal in die Bio gepackt. Könnt ihr gerne mal abchecken. Meine 5er-Ketten-Taktik ist wirklich super. Da könntet ihr Dembélé mit 5-5 auf der 10 spielen. Sehr, sehr gut. Dann rechts, ein Rechtsfuß Al-Jabbar für die Außenrissschüsse. Links Haaland auch für die Außenrissschüsse oder einfach die Schüsse ins lange Eck. Dann habt ihr links halt einen Linksfuß, rechts einen Rechtsfuß und auf der 10 jemanden mit 5-5. Hä? Wie cool. Dann noch Doppel-6, Renato Sanchez, Ivan Perisic in der IV, Koundé, Kimpembe. Ihr merkt schon, Potenzial ist da und das Team kostet, wie gesagt, wo ich es gebaut habe, 150. Okay, kostet jetzt gerade 169.000 Coins, aber spätestens nach Weihnachten wird das Team wahrscheinlich für 150.000 Coins. Aber spätestens nach Weihnachten, denke ich, kriegt man das locker für 150.000 Coins und das für Dezember. Weihnachten ist einfach nur gestört. Team Nummer DOS kostet 300.000 Coins. Wir starten mit der 442 und machen das jetzt mal ein bisschen front. Torwart Bono. In Verteidigung schon wieder Koundé, hat er sich da reingeschlichen und daneben aber Kim Meng-ji. Was eine Karte. Rechte Seite Cuadrado, linke Seite Ferland Mondi. Auf den Außen zwei super Karten mit Ikoné, Real Talk komplett underrated und Yannick Carrasco sehr wenig gesehen, aber Stats sehen sehr vielversprechend aus. An der Doppel-6 kommt wirklich gar keiner vorbei. Sambo Anguissa schon immer eine super Karte, kann man auch nach Offensiv dann was machen. Am Rabatt, ich schwör's euch, der Typ ist komplett gestört. Und im Sturm haben wir dann noch Luis Muriel in Form und Angel.
lange Korea in Form. Wenn ihr diese Karte da gemacht habt, diese Showdown-Karte, Jackpot, könnt ihr das perfekt so übernehmen. Aber auch so mit dem Inform macht ihr nichts falsch. Und dann habt ihr hier eine super Formation, 4-4-2, das heißt 2 Sechser, 4 Offensivkräfte. Seid ihr halt ziemlich frei in der Handhabung. Ne? Wenn ihr zum Beispiel 4-Triple-2 spielt, ist das super. Wenn ihr zum Beispiel 4-2-3-1 spielt, ist das super. Wenn ihr die 4-4-2 spielt, ist das super. Und dann merkt ihr schon die Qualität. Und das Ganze für sage und schreibe 300.000 Coins. Super. So, aber last but not the least haben wir dann natürlich noch das 500k-Team. Kann sich wahrscheinlich auch fast jeder leisten. Dementsprechend starten wir rein mit dem Goalie. Und dort haben wir keinen anderen als Gigi Donnarumma. Die fordern wieder Gold. Marquinhos, Varane, machen ihren Job. Vertraut mir, aber ihr könnt auch gerne mal kommentieren, wenn ich das Team gleich fertig gebaut habe, ob euch da bessere Optionen einfallen. Ich habe geguckt und ich habe nichts gefunden. Also ich habe diesmal wirklich ultra lange bei den ganzen Teams gebraucht, weil es war wirklich nicht so einfach, für so ein Low-Budget zu bauen, dann trotzdem halt preis-leistungstechnisch sehr gute Karten zu nehmen und halt nicht so nur standardgemäß zu nehmen. Ne? Ihr habt ja eben das Team gesehen, auch so mit Amrabat, Bonu und so. Ich wollte da ein bisschen tricky, so ein bisschen ein paar neue Special-Karten rein. Außen sind diese neuen Special-Karten noch nicht mit Hakimi und Nuno Mendes in Form. Aber auf der Doppel-6 haben wir dann zwei relativ neue Karten mit Casemiro, Team of the Tournament, komplett gestörte Karte in meinen Augen, mit 90 Def und 92 Physis, ist das der Van Dijk der 6er Position, also Van Dijk IV und das ist der Van Dijk der 6er Position und daneben Guendouzi, gerade gezogen, super Karte. Rechts außen Ito Path to Glory, ja, sogar so einen Mann habe ich hier eingebaut bekommen und links Neymar, dos Santos, Aveiro, Domero, blablabla. Und um das Team abzurunden, haben wir natürlich noch einen 5-Sterne-Skiller mit Cristiano Ronaldo und daneben sogar noch einen 5-Sterne-Weakfoot-Spieler mit Buffal. Und jetzt sagt mir aber bitte nicht, dass für 500k dieses Team nicht komplett krass aussieht. Okay, 520k. Digga, du hast einfach Neymar und Cristiano Ronaldo, so ein Ito mit 96 Pace, ein Buffal mit geisteskranken Stats und 5-Sterne-Weakfoot, ein Mittelfeld mit Casemiro, Team of the Tournament, der einfach fast Hullet-Gang-Stats hat. Daneben hast du Hullet, seinen Sohn, also mit Guendouzi. Und IV, ja, bei IV könnte man ein bisschen darüber streiten, ob das worth it ist. Also die werden ihren Job machen. Aber vielleicht gibt es da ja noch eine coolere Option, das zu lösen. Könnt ihr gerne kommentieren. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit den Teams. Bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Schaltet nächstes Mal auch wieder ein. Ich glaube, nächstes Mal haben wir wieder ein Investment-Video. Ja, am Sonntag. Am Sonntag sollte ein Investment-Video kommen. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen, Follow da zu lassen, etc. pp. Bis dahin, haut rein und tschüss.